So, dann sag ich mal Hallo und herzlich willkommen zurück bei This is the Police 2. Ich bin der Zubarock und wir sollen in das Leichenschauhaus rein mit unseren besten Leuten. Mal sehen, wie das funktioniert. So ein Mist. Na gut. Okay, fortfahren und dann wollen wir da mal reinmarschieren. Mal sehen, ob uns das gelingen wird. Wie gesagt, die beiden Geiseln sitzen hier in dem Raum und einer in dem Raum. Problem ist, hier vorne ist das verbarrikadiert. Also wenn wir irgendwo, ich denke mal, wir werden irgendwo hier parkplatztechnisch oder hier, ich weiß nicht, wo wir kommen werden. Mal sehen. Weil wir müssen dann einmal komplett rum und mal sehen, ob wir diese Idioten aufhalten können. Mal schauen, wo kriegen wir hin? Mal sehen. So, fortfahren. Fortfahren. So. Ich bin mal gespannt, wie wir da richtig, oder ob wir da richtig Futter kriegen. Ich bin echt mal gespannt. Pass mal auf. Frettchen, was haben wir denn hier? Pass mal auf. Leite. So, was machen wir denn hier, der gute Mann? Salve. Achso, jetzt können wir erstmal hier wieder die ganzen Skills einpacken. Was haben wir hier? Ramborg wird Türen oder Fenster aufbrechen und dabei Lärm verursachen. Was haben wir hier denn? Sprinter. Der Polizist kann über hohe Mauern und Zäune klettern. Nehmen wir den mal auf jeden Fall. K.O. Genau. Stärke ist ja nicht so dein Ding, ne, glaube ich. Aber wir können komplett hier alles vollbomben. Genau, hier, zack, der macht gleich drei Schüsse hintereinander. Und was ist das hier? Feindliche Schüsse auszuweichen, das ist ganz wichtig. So, Ramborg nehmen wir nicht mit, das nehmen wir mit. So, was haben wir hier denn, der gute Mann? Ja, versteckt sich hinter geringer Deckung, das ist gut. Kann weiter sehen. Einbrechen, der Polizist wird lautlos eine verschlossene Tür oder Fenster, das ist ganz wichtig. Und der Polizist kann eine Runde darauf verwenden, sich ungesehen direkt vor dem Feind zu bewegen. Ach so. Okay, dann mal los. Ich bin gespannt. Fortfahren. Dann mal los. Ich glaube, ich fürchte fast, das geht in die Hose. Aber naja, wir wollen positiv denken und mal gucken. Retten Sie leise alle Geiseln. Okay. Zug 1. So, da können wir wieder flüchten, wieder abhauen. Warte, ich muss erstmal ein bisschen gucken. Kann ich hier ein bisschen... So. Frage ist, wo wir reinkommen. Lass uns den jetzt mal da drüben hin. Schwupsi, er könnte noch bis da vorne hin. So, jetzt kommt unser zweiter Mann. Hier vorne. Bis da vorne hin. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine doofe Sache war. Zug des Verdächtigen. Okay, pass mal auf. Konnten wir natürlich jetzt nicht sehen. Wir wissen gar nicht, wo er hin ist. Wenn wir bis dahin gehen, ist er direkt vor der Tür. Bis dahin. Mal sehen, was er sagt hier. Wir können nicht sehen, ob da jemand ist. Wir können nicht sehen, ob da jemand ist. Das ist jetzt großartig. Gehen wir mal direkt hier um die Ecke. Sieht nicht danach aus, wenn hier jemand ist. Zack. Ach, klasse. Direkt vor der Nase haben wir die Jungs jetzt. Und bis dahin. Geht da in Deckung. Ich hoffe mal nicht, dass sie hier reingelatscht kommen. Ich hoffe nicht. Nein! Okay, zweiter Mann. Alles klar. Gut. Jetzt sind wir dran. Jetzt bin ich mal gespannt. Was machen wir? Verdächtiger. Was können wir denn mit dem Verdächtigen machen? Können wir den leise ausschalten? Ich muss ja erstmal dahin gehen, ne? So, und? Was haben wir hier? Was ist das hier? Pfefferspray. Hauen wir doch mal Pfefferspray drauf. Haben wir wieder schon mal ein Freund. Ah, hier eine Ladung. So. Ja, schon mal. Off ist der gute Mann. Jetzt müssen wir mal sehen, dass wir hier irgendwie reinkommen. Wir sehen nichts. Wir müssen aber hier rein. 580. Ach, großartig. Okay. Wir müssen wieder raus. Das hat ja keinen Sinn. So. So, er ist noch gestunt, kann man sagen. So, er geht dahin. Er kommt hier rüber gelaufen. Okay, jetzt sind wir dran. Passen wir mal auf. Wir werden dich jetzt mal verhaften, mein Freund. Verhaften. Get on the ground. Leise, nicht so laut.
So, ist wieder dran. Nächster Schub, ich glaube, der ist hier irgendwo hier drin. Ne? Lassen wir hier erstmal hinter der Tür. Da ist mich genau, da ist er. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Wir können so nicht rein. Weil hier vorne ist eine Tür, die ist verbarrikadiert. Das kann ich so sehen. Da haben die mir was vorgestellt. Hier sind Leichen. Hier vorne ist eine Geisel drin, ganz sicher. Und hier war auch. Ne, hier vorne war eine Geisel drin, glaube ich, ne? Hier vorne. Wir müssen erstmal sehen, wie können wir den ausschalten? Wenn wir jetzt rumballern hier, ne? Dann haben wir echt den Typen. Wir haben keinen. Nee, wir können ruhig nur schießen, das ist das Problem. Aber wenn wir schießen, dann haben wir alle schon. Ne? Das ist hier High Life und Konfetti. Nee, das wollen wir jetzt nicht. Machen wir das anders. Gehen wir dahin. Roger. Direkt vor der Nase. Und sagen. Roger. So, ich bin gespannt. Er ist da. Er kommt zurück. Aha. Frage, was ist los? Was ist sowas? Da nicht einer von uns. So, mein Freund, jetzt bist du dran. Jetzt komme ich hier nicht raus. Kling. Jetzt kriegst du mich hier. Oh Gott, nein, können wir nicht. Verhaften können wir ihn. Wir können ihn abstecken. Dann nützt nichts. Pix. Sorry. Mist. Wollte ich eigentlich nicht so. So, pass mal auf. Der gute Mann. Verdächtiger. Verhaften. Get on the ground. Geh schön in Deckung, mein Freund. Wir können auch bis hier vorne, aber dann ist natürlich das Doofe. Der sieht uns. Der sieht uns. Gehen wir hier um die Ecke rum. So. Schön in Deckung bleiben, ja? Schön in Deckung bleiben. Uiuiui. Nein, nein. Oh, das ist nicht gerafft, dass wir da sind. Oh. Oh, da steht noch einer. Gehen wir nochmal gleich hier vorne hin. So, mein Freund. Hallo, Kumpel. Oh Gott, da sind so viele. Ja, gehen wir hin. Du kriegst eine Ladung blutiges Messer. Peaks. So, und du, mein Freund. Ah, soll ich ihn erschießen? Ich kann ihn gar nicht erschießen gleich. Nein, ich denke, ich bis da vorne hin. So, jetzt kriegst du hier eine Pixe. So, jetzt nützt alles nichts. Da ist hin. Können wir uns noch weiter bewegen? Leider nicht. Schade. Ah, das wäre noch was gewesen. Das wäre echt noch was gewesen. So, da ist ein Knecht. Da ist auch ein Knecht. Okay. Großartig. Wir haben doch einen Scharfschützen. Wo ist der Scharfschütze? Da. Okay. Das wäre eine Möglichkeit. Könnte er denn hier auch treffen? Ich weiß nicht, ob er treffen könnte. Das ist die Frage. Nein, ich muss es vorsichtig machen. Nein, nicht hier Scharfschütze. Keinen Sinn. Hat keinen Sinn. Wie komme ich hier wieder raus? Ich will hier wieder raus. Na, pass mal auf, so. Gehen wir bis hier vorne vor. Aber dann sieht uns der andere Typ da hinten. Bis dahin, ne? Oder? Ach, großartig. Was machen wir jetzt? So, wir laufen bis da vorne vor. So, Entschuldigung. Hier ist so viel Blut, das fällt gar nicht auf. So, der geht vor, bis da vorne hin. Sie können auf Missionen Beweise sammeln. Es schadet schließlich nicht, mehr Kram herumliegen zu haben. Oder Sie müssen einfach die Kisten zum Auto bringen oder bis zum Ende des Einsatzes tragen. Wenn ein Polizist mit einer Kiste in den Händen beschossen wird, wird er die Kiste wegwerfen und kann sie danach nicht wieder aufnehmen. Großartig. Okay, müssen wir mal fortfahren. Wo ist denn eine Kiste? Meint er die Kiste da, oder was? Wir sind jetzt bis hier vorne vorgelaufen. Lass uns mal hier. Roger. Bleiben lieber hier in Deckung. Zug des Verdächtigen. Was macht er jetzt? Hat er es entdeckt. Okay, er wartet kurz. Ich hoffe, er schießt jetzt nicht. Nee, macht er nicht. Okay. So, was kann ich jetzt machen? Kann ich auf ihn feuern? Ich mach das einfach jetzt.
Ah, es ist ziemlich. Okay, das ist wäre schade. Wie wäre es mit dem Kopfschuss? Nee, machen wir Körperschuss. So, mal sehen, das klappt. Daneben. Ach, großartig. Halbe Deckung. So, pass mal, geh hier hin. Okay, er ist hier vorne. Verdächtiger. Was machen wir? Schuss. Okay, ist verletzt. Jetzt können wir nämlich. Was ist das? Das ist eine Kiste auf jeden Fall. Können wir nicht mitnehmen. Roger. Zug des Verdächtigen. Okay. Ich bin mal gespannt. Er stirbt noch weiter vor sich hin. Nein! Nein! Er hat die Geisel erschossen! Nein! Niederlage, das darf nicht wahr sein! Oh mein Gott! Sie haben verloren. Ja klar, wollen wir es nochmal versuchen. Mein Gott! Natürlich! Also. Nein, das kann doch nicht wahr sein. So, das lassen wir so. Das ist gar nicht mal schlecht. Und das lassen wir auch so. Da können wir eh nichts mehr machen. So, aber bitteschön. Fortfahren. Schade, Mensch, großartig. So, unsere beiden Leute, wir wissen schon so ein bisschen, wo sie sind. Befreien Sie die Geiseln. Okay, pass mal. Zug 1. So, bis da vorne und bis zur Tür, bis dahin, ne? So, der andere gute Mann. Roger. Zack, bis dahin. Roger. So, noch sehen wir nichts. So, jetzt sind wir dran. Mal gucken. Bis dahin. Und dann würde ich sagen, bis dahin. Das kennen wir. Zwei Mann da drin. Okay. So, Mann Nummer 2. Rein. Und hier drüben verschanzen. Roger. Okay, damit zwei Mann. Wissen wir. So, Zug des Verdächtigen mal gucken, wie weit die kommt. Der eine läuft hier rein. Klim hat uns nicht bemerkt. Okay. Wir haben ja, wie gesagt, noch einen Scharfschützen. Der hat noch 3 Schuss. Klim, hast du uns bemerkt? Okay, pass mal auf. Nützt aber nichts. Roger. So, der gute Mann wird ein bisschen vorne hinlaufen. Wollen wir sehen. Warte mal kurz. Der würde uns sehen. Der würde uns sehen. Der würde uns sehen, wenn wir da reingehen. Also. Ach, wie machen wir das jetzt am besten? Da haben wir 2 Leute hier drin, ne? Wir können ja versuchen, den abzuballern. Aber andersrum, wir gehen mal zurück. Wenn, dann gehen wir mit 2 Mann da rein. Also ganz sicher, also ohne großartig da Stress zu machen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Züge wir haben. Mist, er kommt nicht so weit ran. Ach nee, da komme ich komme nicht so dicht ran. Großartig. Ich komme da nicht hin, so weit. Was machen wir? Also wenn ich jetzt schießen würde, dann wäre... Gehen wir mal hier rein. Nützt alles nichts. Wir können bis dahin gehen. Aber dann würde er auf uns schießen. So, bleiben in Deckung. Der gute Mann, der kann bis hier vorne hinlaufen. Ey, super. 580. 2 Mann da. Okay, wissen wir. So, zack. Den werden wir gleich mal... 3 Mann, da ist noch einer mehr. So, ausgeschaltet. Drei Mann, okay. Großartig, es läuft hier wie geschnitten bei uns. Den lassen wir nach vorne holen. Okay, da steht jemand und lauert. Roger.
So, unser Zug. Wir gehen bis hier vorne her. Wir gehen bis... Ich würde sagen, wir gehen bis dahin und natzen ihn gleich ab. Zack. Jetzt hoffe ich mal nicht, dass er bis hier vorne von uns von der Nase läuft. Nicht doch. Er läuft zurück, okay. Der kommt... Nein. Er sieht uns nicht. Zug 6. Okay. Wir sind dran bis dahin. Wir können bis dahin laufen. Warte mal, wir laufen bis dahin. So. Mein Guter. Du kriegst eine Runde Nasenspray. So, der ist betäubt. Der andere Mann, der läuft bis hier vorne, ja? Nee, ist doof. Wir gehen bis hier hin. Vielleicht können wir den mit dem Scharfschützen. Vielleicht kann er das. Wir versuchen das mal. Wo ist der Scharfschütze? Da. Hoffentlich bist du gut genug dafür. So, machen wir mal, ob wir was hinkriegen hier. So, der ist hinne. Okay, pass mal auf. Wir müssen ein bisschen vorne her. Hoffentlich wurde es hier weiter. Hoffentlich war es jetzt nicht zu laut. Nein! Oh Gott, wir haben Lärm gemacht. Wir hätten keinen Lärm machen dürfen. Nein! Okay, Freunde, dann versuchen wir es nochmal. Das ist überhaupt keine. Das muss doch zu schaffen sein. Gibt's doch gar nicht. Ja, natürlich, nochmal das Ganze. Gottes Willen. Wir haben auch die besten Leute hier rangeholt. Ich glaube, das geht in die Hose. Vielleicht sollten wir das wirklich mit besseren Leuten machen. Aber ich weiß nicht, haben wir das... Konnte man das sehen, dass man hier mit unseren guten Jungs hier das macht? Wir versuchen das nochmal. Das muss zu schaffen sein. Das gibt's gar nicht. Sind wir zu weit gelaufen? Nein, wir sind zu weit gelaufen. Großartig. Na, das läuft ja. Bis dahin und bis vor die Tür. So. Der gute Mann geht hier rein. Und versteckt sich hier. So, jetzt wissen wir, dass da vorne zwei sind. Zug des Verdächtigen. So, lauf mal rein. Du läufst darüber, okay. So, wir sind dran. Wir gehen bis da vorne her. Und Pix. So, der ist hin. Das ist er dran. Jetzt können wir bis hier vorne hinlaufen. Und dann können wir bis hier hinlaufen. Nur die Frage ist, ob er uns bemerken würde. Mal sehen, ob er es bemerkt. Also bemerkt, dass wir da sind. Nein, das ist bemerkt. Großartig. Ja. 590. Es darf nicht wahr sein. Wir waren einfach zu... Wir waren zu... Wir sind zu lasch. Also nein, wir sind zu... Vielleicht sind wir zu nervös. Dass wir sagen, Mensch, lass uns doch mal hier ein bisschen ruhiger das Ganze angehen. Und ich will das hier nicht schneiden, ne? Ich will das hier nicht zusammenschnippeln. Das bleibt so, wie es ist. So, erster Zug. Ich weiß gar nicht, wie viele Züge wir haben überhaupt. So, ich gehe mal bis ganz hier vorne her. So, jetzt haben wir noch einen Zug mehr. Wir gehen bis ganz da vorne. So, mit dem genau das gleiche Spiel bis dahin. Und bis dorthin. So, Verdächtige bewegen sich nicht durch die Tür. So, jetzt kommen wir erstmal hierher. Haben wir zwei Züge, hätten wir zur Verfügung. Roger. Zack, und dann gehen wir bis dahin. Roger. So, die beiden haben wir da. So, der zweite Mann kommt hierher. Wir haben die besten Polizisten der Welt. We have visual.
Er geht darüber. Zug 3. Also, pass mal auf. Wir gehen hier nicht rein, weil der Typ sowieso hier in unsere Richtung läuft. Ich möchte nicht mit ihm weiterlaufen. Wenn ich den Zug beende? Genau, mit Murray laufe ich dahin. Genau, bemerkt. Schnippel. So, fertig. Das Thema ist durch. Jetzt sind wir nochmal dran, weil die sagen, Zug beenden. So, wir warten drauf, dass der Typ näher kommt. Er geht dahin. Kommt in unsere Richtung, okay. Jetzt sind wir dran. Jetzt gehen wir direkt vor seine Nase. Gehen wir nämlich dahin. Er hat uns entdeckt. Roger. Schalten wir aus, so. Was haben wir die beiden hier noch? Ich würde sagen, wir gehen bis hier rein. Okay, da ist er. Und wir gehen hier in Deckung. So, jetzt hoffen wir, dass er uns nicht entdeckt. Ich hoffe nicht, dass er uns entdeckt. Aha, da ist der andere Mann. Er geht zurück. Okay, pass mal auf. Jetzt bist du nämlich gleich fertig. Mit dem können wir bis hier vorne hinlaufen. Machen wir auch. Zwei Mann, okay. Nein! 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 Ach, das war doch nicht so geplant. Nein. Das war ein viel Schritt. Das wollte ich gar nicht. Ich konnte den Typ gar nicht richtig klicken. Ach, Mensch. Roger. Game ist durch. Also, wie gesagt, das müssen wir nochmal machen. Super. Das war eine Nullnummer, Freunde. Das war eine Nullnummer. Jetzt wird die Geisel erschossen. Ja klar, zack, Feierabend. Okay, Freunde, das versuchen wir nochmal. Also das lassen wir nicht auf uns sitzen, das Ganze. Das versuchen wir auf jeden Fall nochmal, und zwar in der nächsten Folge. Ich sage mal, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn wir hier vergeicht haben, das Ding. Aber wir versuchen das weiter. Das kann doch nicht sein, dass es hier nicht funktioniert. Also auf jeden Fall, da war irgendwie ein Klickefehler. Da habe ich verkehrt geklickt. Ach Mensch, und ich kann das nicht rückgängig machen. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, ihr seid dabei. Bis dann und tschüssi.